Mit jährlich mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz ist Vietnam derzeit der weltgrößte Exporteur von Robusta-Kaffee. Wie Sie wissen, ist Vietnam der weltgrößte Produzent von Robusta-Kaffee. Derzeit umfasst Vietnams gesamtes Kaffeeanbaugebiet mehr als 500.000 Hektar, wovon 200.000 Hektar in der Provinz Đắk Lắk liegen. Dank der Kaffeeindustrie in Vietnam und vor allem in Đắk Lắk wurden Arbeitsplätze für Millionen von Menschen geschaffen. Allerdings steht die Kaffeeproduktion vor vielen Problemen. Die unkontrollierte Nutzung der Wasservorräte und exzessive Bewässerung führten zu einem starken Rückgang des Grundwassers. Die Wassernutzung ist mittlerweile eines der größten Probleme in vielen kaffeeproduzierenden Gegenden. Der Klimawandel verschärft die Situation. Innerhalb der vergangenen 50 Jahre ist die durchschnittliche Temperatur in Vietnam um 0,7 Grad angestiegen, was die Landwirtschaft und Zukunft der Menschen bedroht. Ich lebe hier seit 1972. In der Vergangenheit war das Wetter mild und die Ernte fiel gut aus. Seit ein paar Jahren ist das Wetter allerdings immer unberechenbarer. Unregelmäßiger Regen sowie anhaltende Dürre führen zu Ernteausfällen. Der Klimawandel ist hier besonders sichtbar und Bauern machen Verluste. Der Wasserverbrauch im zentralen Hochland teilt sich wie folgt auf. 0,1% nutzt die Industrie. 3,6% werden in den Haushalten für Trinkwasser, Waschen und Kochen verbraucht. Die restlichen 96,3% der Wasserressourcen fließen in die Landwirtschaft. Häufige Versorgungsengpässe beeinträchtigen nicht nur die Bauern, sondern auch die Haushalte. Deshalb wurden während der Trockenzeit Rationierungen eingeführt. In der Provinz Đắk Lắk verringert sich in trockenen Jahren der Grundwasservorrat. Inzwischen sind schätzungsweise 71% der gesamten Grundwasservorräte bereits ausgeschöpft. Wasser ist ein Gut, zu dem wir alle Sorge tragen müssen. Das betrifft insbesondere auch die Kaffeebauern, denn sie sind für mindestens 30% des Wasserverbrauchs in der Landwirtschaft im zentralen Hochland verantwortlich. Der Anbau von Robusta-Kaffee in Vietnam erfordert 3 Bewässerungsphasen zwischen Januar und April. Traditionellerweise nutzten Kaffeebauern bis zu 1000 Liter Wasser pro Baum und Phase. Je mehr sie bewässern, desto höher wird der Ertrag, meinten sie. Allerdings zeigen jüngste wissenschaftliche Untersuchungen, dass 400 Liter Wasser pro Baum und Bewässerungsphase ausreichen, um ein normales Wachstum der Kaffeepflanze zu garantieren. Die Umstellung von der traditionellen auf die neue Bewässerungspraxis hat keine Ernteeinbußen zur Folge. Zudem spart der Bauer Trinkwasser und schützt die Umwelt. Bauern bewässerten früher übermäßig. Sie füllten die Becken, ohne darüber nachzudenken, wie sie Wasser sparen können. Seit die Forschungsergebnisse bekannt sind, verwenden sie nur noch 400 Liter pro Baum für künstliche Bewässerung. Das reduziert erstens die Energiekosten und zweitens fällt weniger Arbeit an. Drittens werden Wasservorräte und Umwelt geschützt und dies erst noch bei gleichbleibenden Erträgen. Wenn alle Kaffeebauern dieser Empfehlung folgen würden, könnten wir mindestens 50% des Süßwassers einsparen, was allen zugute käme. Zum Beispiel würde mehr Wasser für Haushalte zur Verfügung stehen. Auch gäbe es weniger Engpässe bei der Bewässerung während der Trockenzeit. Kaffeebauern können folgende Methode anwenden, um den Wasserbedarf in jeder Bewässerungsphase abzuschätzen. Erstens nehmen Sie eine Uhr und notieren Sie die Zeit, die benötigt wird, um 200 Liter in ein Fass zu füllen.
Zweitens, dann verdoppeln sie das Ergebnis, um die Zeit für 400 Liter Wasser auszurechnen. Drittens, damit wissen sie nun, wie viel Zeit erforderlich ist, um einen Baum zu bewässern. Wiederholen Sie diesen Vorgang, sobald eine neue Bewässerungsröhre hinzugefügt bzw. entfernt wird oder wenn die Motorleistung verändert wird. Diese Wassereinsparungen werden durch den öffentlichen und privaten Sektor in Vietnam gefördert. Das Programm für eine umweltbewusstere und nachhaltige Kaffeeproduktion wollen wir bis 2020 umgesetzt haben. EDE Consulting führte den Versuch mit der reduzierten Bewässerungsmethode durch. Die ersten Ergebnisse sind erfolgreich. Durch die gemeinsame Maßnahme von Regierung, Industrie und Bauern wird Wasser eingespart, die Umwelt geschützt und Kosten für Arbeit und Energie reduziert. Der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser wird das Wohlergehen der nächsten Generationen ermöglichen.